Hallo und willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Und ja, wir haben mittlerweile, wie gesagt, Japan erobert. Beim letzten Mal. Trotzdem nerven sie noch ein bisschen. Sie haben noch ein paar Gebiete, die mir teilweise wurscht sind, teilweise aber auch wiederum nicht. Zum Beispiel hier. Da haben sie nämlich Schiffswerften. Und Schiffswerften gefällt mir nicht, wenn der Gegner hat. Vor allem einfach, weil wir uns teilweise einfach noch mit ihnen im Krieg befinden. Von daher werden wir jetzt mal schauen, dass wir uns darum kümmern. Ihr, die keinen Kommandanten habt, das geht gar nicht. Ihr kriegt einen... Den da. Wobei, ihr seid zwar Panzer, aber... Invasionsgeneral. Hier, los geht's. Von hier nach hier. Und da. Und da. Irgendwie sowas. Genau, mach mal und wenn du soweit bist, starte direkt. Okay. Und dann müssen wir uns hier unbedingt drum kümmern. Wir haben hier zu viele Einheiten. Wir haben hier einfach viel zu viele Einheiten. Wie sind das denn? Das sind die hier, die 69. Im Prinzip würde ich vorschlagen, die 69 ziehen wir wieder ab. Und... was machen wir mit denen denn? Die ziehen wir hier mit an diese Grenze. Genau. Und die kriegen eine Speerspitze. Wie zeichne ich die? Rechtsklick. Einmal hier durch. Genau. Okay, dann könnt ihr da mal wegziehen. Das sollte uns nämlich hier schon mal helfen. Mit Nachschub. Derzeitiger Verschleiß 20%. Schauen wir mal, ob es weniger wird. Und ihr 22, wer seid ihr? Ist doch auch die. Genau. Okay, ich vermute mir, ihr kommt nach und nach. Sieht das denn jetzt hier aus? Benötigt 62 und 26 unterstützt 52. Okay, es wird langsam mehr. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir diesen Stützpunkt schneller bauen. Mit der nicht eh, der müsste eh gebaut werden. Genau hier, Nordborneo. Nächster abgeschlossen, 26. Mai. Also in einem Monat knapp. Wie lange braucht ihr eigentlich? November. Okay. Relativ lang. Okay, langsam sieht's gut aus. Und wieder irgendwie abgeschossen. Okay, jetzt sollten wir es haben. Das sind die sechs hier. Die haben, ja, zumindest mal einen 3-Sterne-Kerl. Ich glaube, ihr haltet das aus. Also durch. Müsste jetzt mittlerweile auch wieder hochgehen. Ja, genau. Passt. Passt. Gut, da geht die Organisation hoch, das ist gut. Wir wollen trotzdem die Insel erobern, das müssen wir natürlich anders machen. Oder auch von der anderen Seite machen. Das ist der... Ah, hier sind noch ein paar Gegner. Mach den kaputt, mach den kaputt. Sehr gut. Gesunken. Die sollen sich nicht reparieren dürfen. Und ich glaube... Ja, weiß ich nicht.
dachte, die sind schon am sich ergeben, aber es stimmt gar nicht. Das ist ein großes Gebiet, oder? Ja. Das ist nicht gut, wenn wir das einnehmen. Was wir jetzt auf jeden Fall hier mal machen, ist hier ein paar Sabers. Nee. Doch. Doch, 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 Düsenjäger. Machen wir mal 400. So. Macht ihr mal Luftunterstützung. Kriegen gerade richtig viel Verstärkung hier. Gefällt mir nicht. Wie auch immer. Unsere Japan-Truppen. Ja, die da. Da nehmen wir uns mal die Panzer. Die mit dem 7-Sterne-General. Krass. Schlitzohr, Panzer, Invasor. Cool. Gebirgsjäger. Auch nicht schlecht. Und Pionier. Sehr cool. Ihr kriegt einen neuen Invasionsbefehl. Von hier. Nach da. Und dann eine Angriffslinie hier. Das ist einfach nur, erobert mir alle Häfen. Mehr ist das nicht. Genau. Drum auf den, macht euch mal auf den Weg. Das sollte ja relativ fix gehen, dass die da wegkommen. So, das ist, seid ihr. Ihr. Ne, ihr. Auch ein guter Panzerkommandant. Kriegt auch eine amphibische Invasion. Und zwar, ich habe keine Ahnung, ob das gerade schief geht, von hier nach hier. Ich muss unbedingt schauen, dass hier irgendwas ist. Genau. Das ist die da. Ihr dürft auch, dürftet direkt anfangen, aber ja, japanisches Meer, hier habe ich keine Luftüberlegenheit. Nee. Wasserüberlegenheit. Wie wär's, wenn ihr da noch reingeht? Sag mal. Da sind wieder ein paar Konvois. Ach, das ist auch ein Handelsgebäude. Nee. Okay. Bäm, versenkt. Sehr gut. Mit anderen Worten, wir können hier die ganzen Einheiten, die sie hier anschicken, abschießen lassen. Was ist hier eigentlich los? Ah, das sieht doch jetzt eigentlich ganz gut aus mit Widerstand. Ja, wenn wir das im Verhältnis zu vorher angucken, richtig gut. Hier ist nichts mehr. Perfekt. Es hat alles geklappt. Hier ist auch nichts. Kann ich eigentlich sogar weiter rauszoomen. Hier ist noch ein bisschen was, aber auch das geht zurück. Mhm. Und, oh, hier ist noch. Hier ist noch viel. Eigentlich brauche ich euch ja gar nicht. Da, drum. Garnisoniert man nicht das, sondern das. In der Hoffnung, dass dann der Widerstand da zurückgeht. Weil dann mehr Einheiten da drin sind. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Irgendwas Interessantes. Oh, wirklich. Gut. Sehr gut. Ja, dann kümmern wir uns mal um diesen Schauplatz. Attention.
und machen das, indem wir hier mal wieder einen Gegner im Weg abschneiden. Ja, das läuft doch ganz gut hier. Finde ich. Kommt die Türkei jetzt mittlerweile auch? Okay. Oh mei, wenn sie meint. Wie sieht das denn mittlerweile hier aus? Bauvorhaben. Ja. Ich denke eigentlich ganz gut. Oh ja, Nordborneo sieht mittlerweile deutlich besser aus. Wo war das? Da war's. Mittlerweile könnten wir 15. Ist auch noch nicht ganz so cool, aber immerhin besser. Ja. Und es sind keine Gegner mehr da. Okay, wenn da keine Gegner sind, könnten wir mal schauen, dass wir hier... Moment mal, wir haben doch... Das ist doch hier wieder viel Infanterie, oder? Ja, da können wir mal hier unsere... die da denen zuweisen. Die Infantry Hunter. Ihr gehört da dazu. Schaut doch mal, was ihr so hinkriegt. Schauen wir mal, ob das sich ausgeht. Genau, ihr geht jetzt erstmal dahin und dann greifen wir weiter an. So, ihr wärt da. Habt aber ein Nachschubproblem. Okay. Und gleichzeitig habe ich ein Versorgungsproblem. Okay. Hier wären wieder mal zwei. Da könnt ihr eigentlich raus. Dann geht ihr mal dahin. Nee, nicht. Da. Okay. Dann müsstet ihr nämlich jetzt euren Angriff ausführen können. Direkt nachdem die Vorbereitung abgeschlossen ist. Oh ja, hier füllt sich's langsam. Wir müssen unbedingt schauen, dass die Infrastruktur hier weiter ausgebaut wird. Dass hier nicht ja, unsere Versorgung ins Stocken kommt. Das wäre nämlich blöd. Das wäre sehr blöd. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch schauen, dass wir hier Luftüberlegenheit weiterhin haben. Welche sind das denn eigentlich noch? Armee 4. Müssten die hier sein? Ja, euch brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Da ist nämlich schon genügend los. Da ist eigentlich überall genügend los. Eigentlich sieht es doch hier mit Versorgung ganz okay aus. Ihr beschwert euch ja nur, weil ihr keinen Befehl habt. Von daher... bleibt mal da. Ist alles okay. So, den Luftwaffenstützpunkt hätte ich gern. Da sind nämlich viele Flieger drin, die uns gerade angreifen. Und wenn die uns nicht mehr angreifen, wäre ich da nicht unglücklich. So, mein Flughafen. Ready.
So. Ja, die haben gerade Luftunterstützung, wir noch nicht. Das müssen wir jetzt gleich mal ändern. Direkt nachdem die jetzt endlich weg sind. Hallo. Wie lange halten die denn noch durch? Zu lang, nach meinem Geschmack. Wie auch immer. Hier, Flugzeuge. Wir wollen die Sabre. Machen wir mal 600. Hier so in dem Gebiet. Luftüberlegenheit, genau. Und die... was ist das? DXB, sonst wie viel? 400, genau. Und Luftnahunterstützung. So. Und jetzt hat der Gegner nichts mehr zu melden. Fürs Erste. Das werden gerade hier echt immer mehr. Naja. Langsam kommen wir schon voran. Was? Hier, was mit euch? Ja, ihr zieht euch gerade zurück. Ist doch alles gut. Gibt doch gar keinen Stress. Alles super. Alles super. So, die ganzen Nachrichten hier können wir mal löschen. Übersichtlicher. Ja, Jäger bauen wir nicht mehr. Das ist mir aber eigentlich ziemlich wurscht, weil ich möchte gar keine Jäger haben. Ich möchte Raketenabfangjäger. Was ist denn jetzt mit euch? Seid doch ihr, oder? Oh Gott. Dauert ja ewig. Ihr seid welche? Die da. Ihr könnt eigentlich mal anfangen. So, irgendwo Widerstand. Da. Hm. Ja, das ist ziemlich viel, ja. Müssen wir irgendwie hinkriegen, aber wird schon. So, jetzt erstmal hier Angriff. Hier ordentlich Angriff. 161 Handelskonvois. Ach du, könnten die hier sein. Perfekt. Okay. So, sie breiten sich auch direkt gut aus. Jetzt muss ich nur noch sicher gehen, dass die auch dahin gehen, wo ich will. Vier Tage. Wie lang wollt ihr da hinfahren? Bitte, was? Wie lang? Ach du Schande. Na, da ist noch ein Hafen, den habe ich übersehen. Wurscht. So, wunderbar. Dann hätten wir dieses Gebiet hier auch schon mal. Okay, die Häfen haben wir. Den Hafen haben wir bald. Gefühlt viel zu lang, aber bald. Hier haben wir natürlich auch noch ein Nachschubproblem. Lass mich raten, ja, Stufe 1. Ist ja lächerlich. Hier. Nee, nicht da.
Da. Genau, mach den mal gescheit. Immer noch Nordborneo oder was? Hm. Ja, da kommen unsere Infanteriejäger. Sehr gut. Denen geht das vielleicht da mal ein bisschen voran. Vor allem von Norden her sollte das ja gehen mit Verstärkung. Wie sieht's hier aus? Ja, eigentlich gut. Nicht sehr gut. Hier haben wir, denke ich, einige Ressourcen wieder erobert. Genau. Hier ist Eisen. Gib mir Eisen. Irgendwie so. Ihr macht das schon. So, wo bleibt ihr? Ihr seid gerade am Anlanden. Okay, ihr seid angekommen. Perfekt. Dann macht mal was. So, Attacke. Mhm. Gott. Irgendwie sind die gerade nicht so beeindruckend, wie ich gehofft habe. Ah, okay, okay. Gelände minus 77. Okay. Der Fluss ist doof, ja. Ja, ich sehe es ein. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, sie zurückzutreiben. Und das ist gerade erstmal das Wichtigste. Und hier gehen wir jetzt mal ein bisschen vorwärts. Zu dem Hafen. Ich will nämlich diese Insel haben. Nicht so cool. Was für ein Stützpunkt sieht man nicht. Okay, hier läuft alles gut. Nee, hier war gut. Genau, einfach mal an der Küste entlang. So ein bisschen, ja genau. Einfach einen Gegner trollen. Ach, ihr startet auch schon euren Angriff. Also der Plan war bei denen anscheinend, okay, wir warten so lange, bis die Bodentruppen alles erobert haben. Und dann kommen wir nach. Klingt das gut? Ja, okay, so machen wir das. Hm. Da unten ist noch ein Hafen. So, jetzt kannst du die aber platt machen, oder? Nee, immer noch nicht. Wobei, doch, doch, okay, passt. Da rein, weniger Land zum Erobern und du gehst einfach mal durch. Du gehst da runter. Genau, und gehst im Prinzip einmal, nee, hier, durch. Okay. Sieht ja ganz okay aus. Wir haben ein bisschen Nachschubproblem. Ja, stimmt.
Ja, wir sollten es hoffentlich hinkriegen. Hoffentlich. Kalimantan. Kalimantan. Sehe ich gar nicht. Ah, kann ich noch nicht. Habe ich noch nicht genügend erobert. Erklärt einiges. Ja, das sind nicht viele Einheiten. Das geht eigentlich schon. Wir müssen es halt nur schaffen, ja, sie alle zu besiegen. Haben wir schon wieder eine Flussüberquerung. Blöde Flüsse. Ne, lass das mal. Genau, erober mal hier das Ding. Dann haben sie nämlich wirklich ein Problem wegen letzter Hafen. Wobei, es sind teilweise Japaner, die könnten hier sogar, na, die müssten hier sogar Nachschub kriegen, aber wie auch immer. Teilweise haben sie aber auch Nachschubprobleme. Das ist doch gut zu hören. Das freut mich doch. Okay, und jetzt gleich haben wir hier den letzten Hafen. Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Okay. Können wir euch mal kurz in Ruhe lassen? Naja, das ist immer noch Zeug, das mich nicht interessiert. Wie sieht's hier aus? Eigentlich gut. Eigentlich sehr gut. Da können wir mal wieder hier einen kleinen Durchbruch schaffen. Hier sind einfach viel zu viele. Das wird eine riesen Front, wenn wir hier nach oben wollen. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier nicht nach oben wollen und sonst einfach nur so rüber, haben wir trotzdem immer noch so ein Riesending. Das vergrößert sich dann auch. I don't like. I don't sowas von like. Der Vorteil ist, hier ist kein einziger Hafen. Mit anderen Worten, die kriegen hier keine Verstärkung. Das heißt, wenn wir hier durchbrechen, könnten wir es schaffen, die mehr oder weniger auszuhungern. Apropos aushungern, wie sieht's hier aus? Gut, sieht sie aus. Sehr gut, sieht sie aus. Dann schauen wir mal, dass wir hier das letzte Gebiet noch erobern. Oder die letzten Gebiete, um genau zu sein. Ist ja nicht mehr viel. So. Ja. Noch 5 oder so. Wie sieht's denn aus, Japan? Was habt ihr eigentlich noch? Ziemlich viel Chrom. Erstaunlich. Stahl, Wolfram, Aluminium. Die haben doch einiges noch.
Keine Schiffe mehr, sehr schön, aber noch 3 Schiffswerften. Wo zum Henker habt ihr noch so viel Ressourcen? Okay, hier ist noch ein bisschen Gummi. Ich suche gerade vor allem das Chrom. Das könnte nämlich noch spannend werden. Hier oben. Das sind keine 300. Vielleicht waren es aber nur 100. Auf jeden Fall hier oben. Von daher, Jungs, ich möchte Chrom haben. Wir müssen da rein. So, Attacke. Passt. Gut. Ja, hier passt's auch. Würde ich sagen. Ja, die sollten mittlerweile richtig wenig Nachschub haben. Sehr schön. Ja. Das war's. So, jetzt greifen wir jedes Gebiet an, das noch in gegnerischer Hand ist. Oder kann man eh schon. Ja, passt. Ja. Muss man doch noch ein bisschen Nachschub geben. Aber ich glaube, es sollte passen, oder? Ja. Passt, passt. Wunderbar. Damit gehört auch Borneo uns. Sehr schön. Gut. Dann ihr. Welche seid ihr denn? Die hier? Nein. Die hier. Ich mache mal einen neuen. Ich nenne euch mal Reserve. Das ist so die ich, mit denen ich gerade nichts anzufangen habe. Ihr bewegt euch mal nach, keine Ahnung, hier, dahin. Und die anderen, Einteilung lila, wo seid ihr denn, 17 mit dem Kerl. Die hier kriegt auch keinen Befehl mehr. Ihr garnisoniert auch da drüben irgendwas. Und seid auch in der Reserve. So. Dann ihr Fallschirmjäger-Reserve, ihr Fallschirmjäger-Reserve. Ihr seid nicht mehr Japan, ihr seid Asien. Ihr seid Reserve. Wir haben ganz schön viel Reserven mittlerweile. Das ist gut. Also, versteht mich nicht falsch. Da bin ich froh drüber. Das bedeutet nämlich, dass wir einiges an Spielraum haben. Okay, ja. Ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geguckt. Das sieht doch gut aus. Wir walzen uns so voran. Trotzdem nochmal einen Blick. Wie sieht es denn hier gerade aus? Ja, fast 3 Millionen Verluste. Okay. Aber wenn wir uns so den Gegner angucken, da hat Japan allein schon mehr als 3 Millionen. Das Deutsche Reich auch. Das sieht doch gut aus. Ja, als nächstes nehmen wir uns dann vermutlich, was ist es denn?
ja, das russische Kaiserreich vor. Die stehen eh schon 25% vor der Kapitulation. Ja, im Prinzip müssen wir wahrscheinlich trotzdem hier nach Bernaul, ist die Hauptstadt. Aha. Und dann haben wir ein Problem. Dann geht's los mit dem Deutschen Reich. Schauen wir mal hier, wie sieht's denn bei denen so aus? Extrem viel Stahl, noch ein bisschen Chrom. Sehr wenig Gummi, Wolfram. Mhm. Ich glaube, habe das Gefühl, sie haben einige Divisionen eingebüßt. Haben fast keine Schiffe mehr. Immer gut. Wie sieht's hier aus? Alle Erwachsenen. Alle Erwachsenen. Mit anderen Worten, denen geht gerade die Mannstärke aus. Oder? Ah ne, alle Erwachsenen gäbe es noch das letzte Aufgebot, aber ja, das hatten sie davor dann schon. Okay, wie auch immer. Ich wusste nicht, dass wir bis dahin gucken können. Ah, sieht doch nicht schlecht aus. Haben wir hier eine... Oh, haben wir hier eine Radarstation? Nein? Aber sowas von hallo. Brauchen wir unbedingt. Ja, also ich würde vorschlagen, wir schauen mal, dass wir jetzt hier, wie gesagt, da langsam vorankommen. Und dann parallel vielleicht mal uns, ja, mehr oder weniger in England breit machen. Das wäre nämlich mal was. Da, also das Festland traue ich mich noch nicht, sage ich ganz ehrlich. Aber England vielleicht. Da gäbe es nämlich auch einige Ressourcen, die nicht schlecht wären. Ja, da ist viel Stahl, sehr viel Stahl. Müssen wir mal schauen. Wie auch immer, ich werde jetzt diesmal wirklich eine Pause einlegen und auf eure Kommentare warten. Ich habe jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen am Stück aufgenommen, beziehungsweise ohne auf euch zu warten. Aber ich wollte jetzt irgendwie Japan erobern und alles Mögliche und sonst was. Aber jetzt warte ich wieder ein bisschen. Ich finde, wir sind gut vorangekommen. Und das sieht richtig schön aus hier mit unserem freien amerikanischen Reich. Ja. Könnt ihr auch mal sagen, was wir hier so mit solchen Nationen machen sollen. Sollen wir die mal angreifen? Sollen wir die lassen? So viel Ressourcen haben sie nicht, dass wir sagen, wir brauchen sie dringend, aber... Mal. Ja, auch nicht schlecht. Oh Gott, hat Türkei noch viel Chrom. Wir müssen in die Türkei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus.